Herzlich willkommen zurück zu unserer spannenden Reise in Baldur's Gate. Wir befinden uns gerade noch in der Mine von Nashke. Wir sind hier wieder reingelaufen, nachdem wir in der letzten Folge etwas falsch abgebogen sind und dann direkt nach draußen kamen und von dort aus auch nicht wieder reinkamen. Genau, jetzt möchte ich gerade mal noch den Dolch abgeben bei Kylie. Ich vermute, dass der gute Mann hier zu finden ist. Und dann geht es tiefer in die Mine und ich bin etwas aufgeregt. Ich habe etwas Angst, dass wir auf was wir da stoßen werden, tatsächlich. Okay. Bergarbeiter Kylie, wer hatte denn den Dolch dabei? Ich glaube, das war... Okay, das war Jahira. Mal gespannt, ob er dann direkt darauf reagiert. So dunkel hier unten. Ihr habt meinen Dolch. Vielen Dank. Ich wurde schon nervös, so unbewaffnet hier unten. Bei all dem, was hier los ist. Was wisst ihr über die Geschehnisse in der Mine? Kobolde, sie überrennen uns hier Stück für Stück. Früher haben wir sie hin und wieder gesehen, aber jetzt kann man auf den unteren Ebenen kaum ein paar Schritte gehen, ohne einen zu treten. Hier oben ist es wegen der Wächter nicht so schlimm. Trotzdem würde ich mich an eurer Stelle nicht im Dunkeln erwischen lassen. Oh, wow, wir haben 200 Erfahrungen bekommen, wir haben den Dolch abgegeben und wir haben einen neuen Tagebucheintrag bekommen. Genau, Kylie wirkt jetzt weniger nervös. Ja, das ist doch schön. Genau, wir können hier übrigens das Ereignis-Log tatsächlich etwas größer ziehen. Das ist ja vielleicht auch ganz praktisch. Und wir schauen nochmal, ob es hier noch irgendwas Interessantes gibt. Haben die hier nochmal irgendwie was Wichtiges zu sagen? Ich werde euer Treiben in meiner Garde beobachten. Die warten nur auf einen Feind, den sie sehen können. Sie haben dieses verdammte Katz-und-Maus-Spiel mit dem Ding da unten satt. Dem Ding da unten, okay. So, was haben wir denn hier noch? Eine Streitaxt und ein Kriegshammer. Okay, also die hätten jetzt mal hier noch ein paar Waffen für uns. Und ansonsten würden wir hier wahrscheinlich in den Loren auch wieder nur das verderbte Erz finden. Da würde ich doch sagen, hier ging es, glaube ich, auf die nächste Ebene. Bin wirklich sehr gespannt. Was für eine heldenhafte Tat. Und ich hoffe, wir sind gut genug vorbereitet. Da bin ich mir gerade nicht ganz so sicher. Aber mit jedem Schritt lernen wir ja dazu. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. Macht euch um mich keine Sorgen. So, und wir suchen jetzt nach dem nächsten Weg. Wir waren ja hier lang gelaufen. Die Frage ist, ist das der richtige Weg? Ich sehe halt gerade keine Alternative. Freigeräumt haben wir hier ja alles soweit. Genau, hier ging es, glaube ich, auch nicht weiter. Dann wird das wohl der richtige Weg sein, hier unten. Dann haben wir beim letzten Mal wahrscheinlich in der Höhle eine Abzweigung verpasst. Würde ich jetzt mal tippen. Da
Es bleibt spannend. Und irgendwie haben wir, wollte gerade sagen, irgendwie haben wir zwei Leute verloren. Die sind wahrscheinlich einfach ein bisschen langsamer unterwegs. Weil schwerer gepanzert. So. Wir speichern. Ihr wollt es, ihr bekommt es. So, jetzt lass mich mal kurz schauen. Beim letzten Mal sind wir, glaube ich, hier lang gegangen, ne? Mal gerade gucken. Genau, hier waren wir. Und da unten ging es doch auch weiter. Haben wir denn hier alles schon erforscht? Zwergvolk durch dieses Labyrinth kriechen. Ich weiß es tatsächlich gerade gar nicht mehr. So, hier ist ja dieser Höhlenausgang. Sollen wir es mal hier versuchen? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, ob wir hier rausgegangen waren oder ob wir... hier oben ist ja... Nee, hier oben ist nichts. Okay, Moment. Okay, pass auf, wir machen. Wir speichern gerade nochmal. Wir gehen jetzt gerade mal hier raus. Nee, dann ist das richtig. Das ist richtig. Super. Ich war nämlich gerade nicht sicher. Imuen. Kannst du mal bitte gucken wegen Was benötigt ihr? Da geht's schon los. Ja. Raus damit. Verstanden. Was wollt ihr? Was wollt ihr? Klartext bitte. Kann ich euch behilflich sein? Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Los, los, los! Nimm mal schön alle weghauen. Da sehe ich jemanden. Xan. Stimmt, wir haben ja auch unsere Leute hier aus Naschkel, die wir ganz am Anfang rekrutiert haben, bisher nicht wiedergefunden. Wie seid ihr hier reingekommen? Mulahey? Ihr seid sicherlich von Tazok geschickt worden, um meine nichtswürdigen Kobolde und meine nichtswürdigen Kobolde unterließen es wohl, euch aufzuhalten. Wusste ich's doch, dass man denen nicht trauen kann. Wer Waffen trägt wie ihr, kommt sicherlich, um mich zu töten. Bei Syrik, nicht ein Gramm Eisenerz verlässt diese Mine unbeschadet. Und ich soll dennoch hingerichtet werden? Dafür soll mein Kopf nicht rollen. Okay, wir können jetzt wieder so tun, als wüssten wir genau, wovon er redet. Wir können uns ja mal blöd stellen. Oh ja, Dummkopf. Tazok ist äußerst unzufrieden mit euch. Gebt euren Verrat zu, dann schenkt er euch vielleicht das Leben. Tazok ist ungerecht. Ich habe nicht die Absicht, ihn oder euch zu hintergehen. Meine Briefe beweisen es. Sie befinden sich in der Truhe. Nehmt sie. Nehmt sie euch nur. Dann wird Tazok mir Glauben schenken. Okay. Raus damit. Verstanden. Okay. Ihr Narren, ich lasse nicht zu, dass ihr mich auch nur einer Sache beraubt. Ergebene, kommt herbei und tötet die Eindringlinge. Okay, war das jetzt eine Falle? Klartext bitte. Ja? Da fängt er auch schon an zu zaubern. Ja, oh allgegenwärtige Autoritätsperson. Aber wir können das auch. So. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Was benötigt ihr? Ihr braucht meine Hilfe? Okay. Hast du noch irgendwas? Schnelligkeitsöl. Ja, warum nicht? Raus damit! Du hast noch. Und Verwundbarkeitstrank. Oh, das ist praktisch. Oh Gott, da kommen sehr viele Diener. Ja.
Mich kümmert's, denn ich verschwinde jetzt. Gar nicht gut. Du bist ja ein komischer Kauz. Okay. Was wollt ihr? Klartext bitte. Das ist ja ein Knäuel an Viechern hier gerade. Hat er sich jetzt... Nee, er selber lebt auch noch. Was benötigt ihr? Lasst mich in Ruhe. Haben wir denn jetzt noch sonst irgendwas, was uns ein bisschen boostet? Oh, die Imoin hat auch noch Schnelligkeitsöl. Was wollt ihr? Rein damit. So. Ja? Wieso kämpft sie jetzt mit der Faust? Gar keinen Fall. Ach Gott, sind das viele. Raus damit! Ich weiß nicht, ob wir aus diesem Knäuel irgendwie rauskommen. Also er ist jetzt festgehalten. Imoen kommt hier auch nicht mehr weg. Und er kämpft auch schon wieder. Was passiert hier gerade? Festgehalten. Alle sind festgehalten. Ja. Los, los, los! Du bist ja ein komischer Kauz. Na, mit ihm können wir gerade gar nichts mehr machen. Also es sind mehrere Leute einfach komplett außer Gefecht. Gar nicht gut. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Klartext bitte. Er zaubert schon wieder. Benötigt ihr? Alle sind außer Gefecht, außer unser Hauptcharakter. Nun. Nein, das sind einfach viel zu viele. Huch. Ich ergebe mich euch. Wollt ihr meine Unterwerfung annehmen? Geschieht euch recht. Erzählt uns, was sich hier zugetragen hat. Dann schenken wir euch vielleicht das Leben. Unsere Gruppe ist aber auch gerade schon ziemlich aufgerieben. Ich danke euch für eure Gnade. Dort in der Truhe sind alle meine Briefe. Nehmt sie und lasst mich in Frieden. Ich werde euch nicht mehr in die Quere kommen. Na gut, aber deine Kollegen greifen uns ja gerade noch ziemlich entschlossen an. Und die hören auch nicht auf damit. Bitte, verstanden. Hm. Boah, da sind echt viele Sachen drin. Wird uns nur wahrscheinlich auch nicht mehr viel nützen. Ich meine, 3 leben noch. Was benötigt ihr? Wie könnt ihr es wagen, hierher zu kommen? Ihr macht alles zunichte. Ich bin gerade verwirrt. Es kommen noch mehr. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob das so funktionieren kann. Schaffen wir es irgendwie, dass wir nicht gegen ihn kämpfen müssen? Okay, der Unverwundbarkeitstrank ist somit ausgelaufen. Also bei so vielen Gegnern haben wir ja keine Chance. Heiler. Hier wird ein Heiler gebraucht. Warte mal, was ist denn in der Truhe? Infravision, Panzer, Schlaf. Netz, Mondklinge plus 3. Okay, das sind sehr schöne Sachen, aber die helfen uns jetzt gerade auch nichts mehr.
Was für ein Knäuel. Meine Güte. Okay. Also der holt sich also all seine Untergebenen. Vielleicht sollten wir dann erstmal die Etage aufräumen. Das wäre so eine Idee. So, Quick Save, Autosave, Laden. Genau. Gehen wir mal hier runter. Und wir gehen jetzt erstmal nicht in die Richtung. Sondern räumen erstmal die Etage soweit. Okay, hier ist jetzt aber auch gerade nichts. Ja. Du bist ja ein komischer Kauz. Minsk wird auseinandergenommen. Autsch. Heiltrank. So. Benötigt ihr? Wer bist du, Xan? Ihr bekommt es. Danke, dass ihr mir die Freiheit gebt, Freunde. Denn schon viel zu lange habe ich in diesen düsteren Gewölben vor mich hin vegetiert. Endlich bin ich aus der trüben Gefangenschaft befreit. 85 Tage als Zwerg leben zu müssen, das ist viel zu lang für einen Elfen. Um euch scheint es nicht besser bestellt zu sein als um mich. Doch meine Freiheitsliebe gebietet mir, meine Zauberkräfte in den Dienst eurer Sache zu stellen. Ich heiße Xan. Wollen wir gemeinsam das Unmögliche wagen? Okay, ja. Wieso war er ein Zwerg? Aber sicher, ihr könnt euch uns gerne anschließen. Ein zusätzliches Paar Hände kann nur hilfreich sein, vor allem, wenn es mächtige Magie ausübt. Oder es ist auch ohne euch schon schwer genug, nicht die Hoffnung zu verlieren. Mir wäre lieber, ihr würdet euch nicht uns anschließen. Oder wie kommt es, dass ihr an einem derart ungastlichen Ort gefangen seid? Ach, ich wurde entsandt, den sonderbaren Vorfällen in dieser Gegend auf den Grund zu gehen und musste dafür wochenlang ohne Hoffnung in dieser Höhle schmachten. Die Zeit schien mir endlos. Ich habe die Sonne beinahe so lange nicht mehr zu Gesicht bekommen wie meine Heimat. Okay. Wenn das der Fall ist, möchte ich euch nicht in meiner Gruppe haben. Was könnt ihr schon groß ausrichten, wenn ihr euch von diesem Pack gefangen lasst? Nee. Ich würde das schon mal probieren wollen. Ich danke euch. So unwirksam unsere Handlungen auch sein mögen, werde ich dennoch nicht ruhen, bevor ich euch nicht bezahlt habe. Wenn ihr Mulays Schatz durchsucht habt, habt ihr vielleicht auch ein Schwert bei den Dokumenten gefunden. Das Schwert ist eine Mondklinge und mein kostbarster Besitz. So, jetzt müssen wir den wieder in die Gruppe nehmen und gegen jemand anderen tauschen. Ich würde vielleicht ganz schweren Herzens den Minsk doch mal rausnehmen, weil der ist gar nicht so stark tatsächlich bisher gewesen. Ja, so. So. Ihr zeigt, wohin ich schlagen soll. Ich bin zutiefst betrübt darüber, dass ihr Bo und Minsk wegschicken wollt. Wenn ihr mal wieder einen starken Mann mit einer kräftigen Klinge braucht, dann meldet euch nur bei mir. Ja, bleibt er jetzt hier stehen? Oder geht er zum freundlichen Arm? Man weiß es nicht. Ich möchte eigentlich ungern wieder hier in die Höhle, um ihn abzuholen. Aber wir gucken uns mal an, wie Xan hier so aufgestellt ist. Er ist schon Stufe 2, er ist Zauberer. Also er ist auf jeden Fall auch gegen Zauber sehr gut.
gut aufgestellt. Er ist gut in Dolchen. Hat natürlich nicht so viele Trefferpunkte dabei. Was hat er denn für eine Biografie? Als er Xan nach seiner Vergangenheit fragt, spricht er wehmütig von seiner Heimat in der Elfenfestung Evereska und von seiner Rolle als Graumantel. Offensichtlich wurde er dazu bestimmt, die Ereignisse der Eisenknappheit zu untersuchen. Er sollte herausfinden, wer oder was der Grund dafür war und feststellen, ob der Region als Ganzes größere Gefahren drohten. Das war ohne Zweifel keine leichte Aufgabe und er übernahm diese Verantwortung nur recht zögerlich. Man erhält jedoch den Eindruck, dass er alles nur recht zögerlich angeht. Er hat sein Leben den Studien der Magie gewidmet und ist inzwischen zu einem fähigen Magier geworden. Jedoch lässt ihm seine Hingabe nur wenig Zeit, Freunde zu gewinnen oder einen anderen Zeitvertreib aufzunehmen. Er wirkt sehr kompetent, jedoch besitzt er wahrscheinlich nicht den besten Einfluss auf die Moral der Gruppe. Okay. Er ist rechtschaffen neutral. Das Leben ist so sinnlos. Okay, er wirkt ein bisschen mutlos, wa? Hat er denn irgendwas dabei? Nee. Aber er könnte wahrscheinlich Schriftrollen benutzen. Konnten wir ja vorher nicht, weil wir keinen Magier hatten. Okay. Okay, dann würde ich doch mal sagen, Trank der Freiheit, was ist das denn? Wirkt nach der Einnahme wieder Zauber Handlungsfreiheit. Wer ihn trinkt, wird vollständig immun gegen alles, was die Handlungs- und Bewegungsfreiheit einschränkt. Ganz gleich, ob es sich um magische oder andere Effekte handelt. Okay, das ist natürlich noch ganz praktisch. Vielleicht sollten wir da uns mal ausrüsten. So, und er ist ein bisschen angeschlagen. Vielleicht sollten wir ihm einmal einen Heilzauber kredenzen. So. Ich würde jetzt mal einen neuen Save anlegen. Raus, dann macht euch um mich keine Sorgen. Und ich fürchte ja fast, wir haben gar keine Möglichkeit, hier noch irgendwas aufzuräumen. Also die Gegner von dem, die Diener von dem Typen hier unten, die scheinen dann auf jeden Fall trotzdem zu kommen. Na gut. Was? Wie seid ihr hier reingekommen? So. Ja, das habe ich noch nicht so ganz kapiert. Wir könnten ihm jetzt ein Schnippchen schlagen. So, und dann möchte er, dass wir an seine Truhe gehen. Warum rülpst er uns an? Das ist aber nicht nett. Und sobald wir an die Truhe dran gehen, unser Stee, ihr wollt. Was für eine heldenhafte Was Tat. Was wollt ihr? Ich hab genug Was davon. Was wollt ihr? Ja. Sobald wir an die Truhe drangehen, ist es auch wieder nicht okay. Ihr Narren, ich lasse es nicht zu, dass ihr mich auch nur einer Sache beraubt. Ich meine, wir wollen ihn ja nicht berauben. Wir wollten ja an seine Briefe gucken. Die wissen auch nicht, was sie wollen, ne? Na gut, dann versuchen wir es nochmal. Verdammt. Wie, er hat gar keine Zauber?
Oh no, dann hätten wir ja vorher noch mal rasten müssen. Ich hatte ja alles schon verbraucht. Ach, Mist. Was benötigt ihr? Gut, das hätten wir machen können, theoretisch. Haben wir jetzt nicht gemacht. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Gut, dann wissen wir es fürs nächste Mal. Er hat auch nichts dabei, ne? Er hat keine Waffe, nichts. Vielleicht sollten wir ihn doch nicht mitnehmen. Wir haben jetzt halt auch gerade keinen Dolch oder sowas, den wir ihm geben können. Gut, das sind ja alles Erfahrungswerte. Jetzt haben wir halt leider einen völlig unbrauchbaren. Ein völlig unbrauchbares Gruppenmitglied hier noch. Der kann nur mit den Fäusten angreifen gerade. Oh, ich würde mich so freuen, wenn wir den einfach so schnell wie möglich umgehauen kriegen würden. Sichtbarkeitstrank. Wie wäre das mit... dem Schnelligkeitsöl... Ja. Wenn Imoen das nimmt. Und einfach draufhält. Lasst mich in Ruhe. Klartext bitte. Kann ich euch behilflich sein? Ja, o allgegenwärtige Autoritätsperson. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Ja. Er ist halt immer noch unverletzt. Was? Striktes Denken? Das klingt jetzt auch nicht sehr positiv. Mich kümmert's nicht. Unser Streben ist vergeblich. Oh, haben wir ihn gerade weggekrittet? Nee, das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Nein, er lebt noch. Schade. Du bist ja ein komischer Kauz. Wir sind alle verdammt. Aber den Dolch... Ach nee, das sind Kurzschwerter. Ich wollte gerade sagen, den könnten wir sonst aufheben. Dass unser Magier mal mit angreifen kann. Was wollt ihr? Ihr braucht meine Hilfe? Meine Klinge wird euch zerstutzen. Na, sie will gar nicht gerade. Oh je, oh je, oh je. Unser Magier hat es schon entschärft. Ich meine, er hätte noch eine Spruchrolle benutzen können. Ah, okay, beim nächsten Mal. Alles gut, alles gut. So, ich ergebe mich. Ihr werdet heute sterben. So, und jetzt will er trotzdem, jetzt will er plötzlich wieder nicht. Also jetzt sagt er wieder, könnt ihr es wagen, hierher zu kommen? Und jetzt greift er wieder an. Ich bin verwirrt. Jetzt ist er jedenfalls dem Tode nahe. Lasst mich in Ruhe. Das hilft uns allerdings auch nicht mehr. Und jetzt kommt der Rest seiner Diener noch. Also wenn wir rechtzeitig aufhören, ihn anzugreifen, dann kommt wahrscheinlich die zweite Dienergruppe nicht mehr. So ungefähr, ne? Okay, gut. Also auch dieser Versuch wird nichts werden. Ich meine, es sieht schon besser aus als beim letzten Mal, aber... Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalte.
Dieser strikte Denkenzauber ist ja komisch. Ich denke, diesen Unverwundbarkeitstrank, den können wir eigentlich getrost am Anfang nehmen. Was benötigt ihr? Wir können ihn auch jetzt nehmen und dann wiederbeleben. Vielleicht schaffen wir es ja noch, uns hier durchzuschnetzeln. Wir können es ja einfach spaßenshalber mal machen. Das ist jetzt ein spannendes Experiment, ob das klappt. Nun, Mali ist unser Hauptcharakter, der ist nicht unbedingt schwach. Der hat halt eine sehr hohe Rüstungsklasse schon, also sehr niedrigen Rüstungswert schon. Bin gespannt, ob sie sich da heldenhaft ganz alleine gegen alle wehren kann. Vielleicht dürfte der, ja, da ist auch der Schnelligkeitstrank ausgelaufen. Spannend, spannend. Da ist der nächste zersmashed. Ich glaube, sie schafft es. Die schafft das. Während der Rest der Gruppe im Staub liegt, verteidigt sich Malis heldenhaft ganz alleine gegen eine Horde an Gegnern. Wie super. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Okay, die Frage ist, möchten wir das jetzt so mit allen anderen, die tot sind? Müssten halt zum Tempel und die erst wiederbeleben. Können auch nicht so viel tragen, tatsächlich. Okay, Moment. Lass mich kurz nachdenken. Wir können ja mal ein paar Sachen loswerden gerade. Die wir nicht brauchen. Also das ganze Gold. Ich bin mir halt gerade nicht sicher, wie viel von dem... Oh, was ist das? Mulais heiliges Symbol. Dieses heilige Symbol ist eine Darstellung des Gottes Syrik. Ein Brief. Mein Diener Mulai,
Das mineralische Gift und die Kobolde, die ihr angefordert habt, sind bereits auf dem Weg zu euch. Eure Aufgabe besteht darin, jegliches Eisenerz, das die Mine verlässt, zu vergiften. Ihr dürft auf keinen Fall eure Anwesenheit bei den Minenarbeitern preisgeben, sonst werdet ihr von Soldaten der dortigen amnischen Garnison belagert. Meine Vorgesetzten haben vor kurzem die Söldner der Schwarzen Krallen und der Kalten Hand angeheuert. Mit der Unterstützung dieser Soldaten sollte es mir möglich sein, Eisenkarawanen, die aus Richtung Süden und Osten in die Region eindringen, zu überwältigen. Ich habe keine Lust, mich mit Eisen aus der Mine von Nashkel herumzuärgern, also erledigt eure Aufgabe erfolgreich. Okay. Aber trotzdem verstehe ich noch nicht so ganz seine Motive. Lasst uns irgendetwas tun. Noch ein Brief. Okay, nein, das ist derselbe. Und noch, das ist jetzt ein anderer. Euer Fortschritt im Aufhalten der Eisenerzlieferungen lässt zu wünschen übrig. Wie dumm müsst ihr sein, wenn ihr euren Kobolden erlaubt, die Minenarbeiter zu töten. Da eure Anwesenheit nun aufgedeckt ist, solltet ihr euch vor Feinden in Acht nehmen, die den Auftrag haben, eurem Tun ein Ende zu setzen. Ihr habt eine sehr einfache Aufgabe und wenn ihr ein weiteres Mal eure Eignung dafür in Frage stellt, werdet ihr eurer Aufgabe entbunden. Ich werde euch die Kobolde, die ihr angefordert habt, nicht senden, da ich alle meine Truppen dazu benötige, die Eisenlieferungen in diese Region aufzuhalten. Gleichzeitig sende ich euch mehr von dem mineralischen Gift, um das ihr gebeten habt. Solltet ihr auf irgendwelche Probleme stoßen, so sendet eine Nachricht an meine neue Kontaktperson in Beregost. Sein Name ist Transig. Und er wird sich in Feldeposts Wirtshaus aufhalten. Das ist eine wichtige Info. Der Tod von Malahay wird die Ängste der erschreckten Bevölkerung von Nashkel bestimmt mildern. Doch euch ist es immer noch nicht wohl. Der Halborg ist zwar vielleicht wirklich für die Probleme in der Mine verantwortlich, doch der Eisenmangel ist zu weit verbreitet, um allein seine Schuld zu sein. Seine Briefe bestätigen euren Verdacht, und obwohl sie kaum Hinweise auf das Versteck seiner Verbündeten enthalten, darf mit Sicherheit eine Verbindung zu den Räubern angenommen werden, die zurzeit die Küstenstraße unsicher machen. Okay. Verbindung zu den Räubern. Wir sind jetzt schon in Kapitel 3. Nachdem ich die Tiefen der Mine von Nashkel gestiegen bin, sollte ich nun zu Beron Gaskill zurückkehren und ihn über die Lage informieren. Außerdem sollte ich nach Beregost reisen und Feldepost Wirtshaus einen Besuch abstatten. Ein Mann namens Transig befindet sich dort und er hat wohl interessante Informationen für mich. Ja gut, okay, das ist ja alles schön und gut, aber wir müssen erstmal unsere Gruppe wieder aufkratzen, würde ich mal sagen. Ich versuche alles mitzunehmen, was ich irgendwie tragen kann. Wir machen mal ganz kurz einen neuen Save. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass irgendwer permanent stirbt. Gut, die Sachen aus der Truhe, die können wir wahrscheinlich auch später noch mitnehmen. Leises Flüstern, die haben wir doch schon mal gehabt, die Schuhe, oder? Mondklinge nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ein bisschen was können wir, glaube ich, noch tragen. Gut, den Rest, den lassen wir gerade mal. Raus damit! Und jetzt, Gepäck ist voll. Jetzt sehen wir gerade mal zu, dass wir hier unsere Leute wiederbelebt bekommen. Wird teuer. Das wird teuer.
Ich glaube, die wichtigsten Sachen haben wir jetzt eingepackt. Bin mir halt mal nicht sicher, wie das Spiel sich da so verhält. Personen bezaubern. Ich meine, die Sachen, die hier noch liegen, das sind halt alles Sachen, die werden wir verlieren. Da sind da dann auch die Waffen unserer Leute dabei, wie zum Beispiel der Langbogen und so weiter. Aber das kann ich bei bestem Willen nicht tragen. Gut, dann lassen wir vielleicht die Pfeile zurück. Die sind ja nun wirklich nicht teuer. Und den Brief, den wollen wir vielleicht irgendwann nochmal lesen. Beschlagene Lederwams würde ich eigentlich auch sehr gerne mitnehmen. Dieses Fläschchen mit geheimnisvoller Flüssigkeit, brauchen wir das? Ich weiß es tatsächlich nicht. Wir können natürlich auch die Truhe erstmal so als Idee. Können wir natürlich auch die Truhe erstmal noch befüllen mit den Sachen. Soweit ich das verstanden habe, kann man in die Truhe auch Sachen reintun. Ja, ich denke, mit dem Verlust können wir leben. Hä, die anderen haben jetzt... Wo sind denn die restlichen Waffen? Wir hatten doch zwei Leute mit Bögen. Wo ist denn... Da ist der andere Bogen. Okay. Kettenhemd können wir nicht mitnehmen. Okay, dann lass mich mal ein paar Sachen da reinlegen gerade. Die nehmen wir dann später mit. Alles nicht so einfach hier. Oh Gott, das ist ja immer noch so viel. Ah. Gut, wie gesagt, ich habe vor, später nochmal wiederzukommen und dann die Sachen wirklich auch mitzunehmen. Ich meine, vielleicht nicht alles, aber das meiste. Dann
Lasst uns bitte beten, dass wir jetzt nicht nochmal angegriffen werden. Das wäre wirklich gut. Ihr wollt es? Dass wir jetzt hier einfach rausgehen und zum Tempel reisen können. Ich meine, wir könnten jetzt natürlich durch den anderen Ausgang gehen. Also. Aber ich wähle jetzt gerade mal den Standardausgang. Ist das aufregend? So. Unsere tapfere Einzelkämpferin hier. Ihr wollt es, ihr bekommt es. So, wo ging es jetzt wieder nach oben? War das hier? Nein. Hier? Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Die Mine ist so verwirrend aufgebaut. Ich meine, Hauptsache ist, dass wir es irgendwie geschafft haben. Hier war's. Verstanden. Ich mag es dann halt auch so gerne, so einen toughen Kämpfer zu spielen, der den gesamten Kampf entscheidet. Ich meine, wir haben das jetzt geschafft, weil wir halt so selten getroffen werden, weil unsere Rüstungsklasse schon so niedrig ist. Das ist wirklich eine gute Sache. Okay, wir werden schon mal nicht angesprochen. Das ist gut. Verstanden. Und dann würde ich doch sagen, beeilen wir uns, direkt zum Tempel zu gehen. Und dann kommen wir nochmal wieder und räumen die Truhe aus. Das mache ich dann aber, denke ich, auch off-camera. Dafür können wir eigentlich auch in Nashkel gibt es doch auch einen Tempel, den können wir eigentlich nehmen für die Wiederbelebung. Ihr bekommt es. Ach, die friedliche Musik. So, da wollen wir hin. Ja, falls jemand von euch noch weiß, wie das ist mit Toten, also wenn man Tote in der Gruppe hat, wann verschwinden die? Also wann verschwinden die aus der Gruppe? Kann man die dauerhaft quasi tot mitschleppen oder kann man die irgendwann nicht mehr wiederbeleben? Das würde mich noch sehr interessieren. Helm, wache über euch und euer Streben. Okay. Oh, no. Können wir jetzt überhaupt wiederbeleben? Ja. Okay. Das wird uns jetzt ein bisschen was kosten. Das ist ein ganz furchtbares Geräusch. Okay. Okay. Klartext bitte. Ihr wollt es, ihr bekommt es. Können wir euch schon was wiedergeben? Du kannst schon mal deine Keule wieder nehmen.
Der Schienenpanzer, hatte den jemand? Was haben wir eigentlich? Ein Kettenhemd. Oh, guck mal, der ist ja sogar noch besser. Für die Rüstung. So, genau, dann gehe ich jetzt gerade noch mal rasten. Um unsere Gruppe einmal vollständig wiederzubeleben. Ich bin euer Tod. Ergebt euch und eure Reise ist schneller. Nein, das ist jetzt gerade ganz schlecht. Das ist jetzt gerade ganz schlecht. Oh je. Muss das sein? Vielleicht hätten wir lieber in eine andere Stadt reisen sollen. Oh. Kämpft, wenn ihr könnt, Tote. Es macht mir nichts aus, für meinen Lohn zu arbeiten. Warum Nimbul auf euresgleichen angesetzt wurde, werde ich nie verstehen. Oh, wir haben doch überhaupt gar keine... Eine Aufgabe? Oh, ist das anstrengend. Los, los, los! Ich kümmere es nicht. Was benötigt ihr? Los, los, los! Da wird gleich wieder jemand sterben. Was haben wir da für eine Bezauberung? Panik. Ja, super. Ach, Gottchen. Ein weiteres Opfer unserer hoffnungslosen Mission. Und die laufen durch die Gegend. Und sie sterben schon wieder. Hoffnungslose Mission. Wie lange hält denn dieser, oh, dieser Zauber nur an? Und unsere Gruppe ist wieder ausgelöscht. Gut, aber es ist ja gut, das zu wissen. Weil da würde ich jetzt, glaube ich, nämlich wirklich nochmal laden. Ich möchte nicht meine ganze Gruppe nochmal heilen. Nochmal wiederbeleben. Können wir... Wir schaffen es wahrscheinlich eh nicht. Ihr wünscht. Dann müssen wir halt woanders rasten. Ich bin vorbereitet. Gut, wir haben es geschafft. Ihr solltet es euch nicht zur Gewohnheit werden lassen, Handgreiflichkeiten auf der Straße zu suchen, mein Freund. Seid vorsichtig, wenn ihr die Gefahr in euer Leben einladet, denn sie nimmt diese Einladung nur allzu gern an. Wer seid denn ihr? Danke für eure Nachfrage. Mein Name ist Rassad. Ich demonstriere nur einige der Möglichkeiten, wie wir Sonnenseelenmönche unser inneres Licht durch körperliche Ertüchtigung reflektieren können. Okay, das ist jetzt gerade eine sehr interessante Situation. Wir total gestresst vom letzten Kampf in der Mine, schon ausgelaugt, haben gerade alle wiederbelebt, die so ihr letztes Fünkchen Leben irgendwie versuchen beisammen zu halten, werden dann wieder angegriffen von jemandem, um jetzt von einem Mönch erzählt zu bekommen, wie er sein inneres Licht reflektieren kann. Oh Gottchen. Möchtet ihr mehr über den Orden der Sonne? Nein, ich möchte jetzt gerade eigentlich nichts erfahren. Ich möchte gerade einfach nur wieder eine Gruppe haben. Uiuiui. Den können wir bestimmt später mitnehmen. Ich habe jetzt keine Zeit dafür. Hey, was glaubt ihr, wer ihr seid? Eine Art Kampfkünstler? Kommt schon, schlagt nach mir! Ich fordere euch heraus! Ach. Ich bin nicht hier, um zu kämpfen, sondern zur Demonstration einiger... So ist das also, ja?
Ihr prahlt herum und gebt vor, ganz der harte Mann zu sein. Aber in Wahrheit seid ihr nur ein Feigling. Ich scheue nicht davor zurück, mich zu verteidigen. Aber ich lege es nicht auf sinnlose Auseinandersetzungen an. Stattdessen wünsche ich, das Licht der Herren des Mondes zu verbreiten. Mhm. Jetzt verstehe ich. Ihr seid irgendeine Art Priester, der vorgibt, kämpfen zu können, aber in Wahrheit bettelt ihr nur. Ein Sonnenseelenmönch gebraucht Körper, Geist und Seele zu gleichen Teilen, aber nicht, um seine überlegene Kampfkunst zu beweisen. Vielmehr geht es ihm darum, die Leben derer, die um ihn sind, zu verbessern. Ja, ja, spart euch das für die Tempelschule. Wenn ihr jeden Kampf scheut, werde ich meine Zeit nicht mehr mit euch verschwenden. Ihr tut das Richtige, Rasat. Ich bewundere es, wenn ein Mann für seine Prinzipien einsteht, insbesondere wenn er auf Unverständnis stößt. Ich schätze, Erleuchtung bringt weniger Goldmünzen als ein guter Faustkampf. Was, Rasat? Werdet ihr es ihm nur zeigen, Glatzkopf, oder könnt ihr nur leere Worte schwingen? Ich nehme das Erste. Danke euch. Es ist nicht immer leicht. Ehrlich gesagt, genieße ich einen guten Kampf, wenn er der Verbesserung meiner Fähigkeiten oder der Verteidigung einer guten Sache dient. Mit diesem Mann zu kämpfen, hätte weder ihn noch mich erleuchtet. Mhm. Ihr klingt wie jemand, der die Lehren meines Ordens schätzen würde. Darf ich euch mehr über Selune und die Sonnenseelenmönche erzählen? Ich würde da super gerne was von erfahren, aber nicht jetzt in diesem Moment. Lebt wohl. Möget ihr im Mondlicht wandeln, bis wir uns wiedersehen. Gut, wir haben einen Tagebucheintrag bekommen. Jetzt müssen wir mal gerade... Okay, danke. Jetzt hört erstmal diese Stressmusik auf. Okay, wir können ihn vor dem Gasthaus finden, wenn man wieder mit ihm sprechen will. Das ist gut. Vor dem Gasthaus von Nashkel traf ich einen Mönch vom Orden der Sonnenseele namens Rasat. Zunächst dachte ich, er wäre aus dem in der Nähe befindlichen Zirkus geflohen. Aber tatsächlich war er ein Anhänger der Göttin Selun, der Herrin des Mondes. Ach nein, das klingt ja wie Elun. Okay, das war mir auch nicht ganz bewusst. Eine Gottheit in World of Warcraft. Er und sein Bruder Gamas wuchsen auf den Straßen von Kaelimhafen auf, bis die Mönche sie aufnahmen. Eine Aura von ruhiger Traurigkeit umgibt Rasat, aber seine unbewaffnete Kampfkunst macht einen formidablen Eindruck. Okay, gut. Ich würde mich jetzt gerade erstmal wieder sortieren, was wir jetzt machen. Also wir haben jetzt... Oh Gott, hier liegt halt auch schon wieder so viel rum. Wir können das doch alles gar nicht aufheben. Und jetzt habe ich Angst, dass es am Ende verloren geht. Hier ist auch noch ein Brief. Okay, wir spinnen das mal gerade weit. Nein, wir machen das anders. Ich spiele jetzt noch mal bis hierhin. Und zwar ohne, dass die Gruppe nochmal komplett umfällt, weil das kostet uns so viel Gold. Und ich glaube, ich würde jetzt einfach nochmal die Wiederbelebung im Tempel machen. Und dann würde ich erstmal in ein anderes Gasthaus gehen und da rasten. Oder zumindest gerade mal die Gruppe mit ein paar Heilzaubern wieder fit machen, damit wir den Kampf vorm Gasthaus schaffen. Dann kommt halt natürlich der ganze Dialog mit dem Mönch nochmal. Den können wir dann ja so ein bisschen ausführlicher führen. Und genau, dann fühle ich mich da auch ein bisschen besser. Also in der nächsten Folge wird es also so weitergehen, dass wir nochmal die Wiederbelebung machen, dann woanders hingehen und dann wieder zum Gasthaus kommen. Ich glaube, das klingt nach einem guten Plan. Es war eine wahnsinnig aufregende Folge. Es hat mir sehr gefallen. Genau, wir müssen auch dann noch dran denken, im Anschluss noch die Truhe wieder zu looten in der Mine. Das mache ich dann vielleicht wirklich auf Kamera. Mal sehen. Es war sehr aufregend. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ich werde dann auch die Gruppe ein bisschen ausrüsten. Unseren Zauberer zum Beispiel können wir auch ein bisschen ausrüsten. Und genau.
Ich bedanke mich, dass ihr wieder alle dabei wart. Hinterlasst mir doch gerne einen Kommentar oder ein Like. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.